So, ich glaube, wir sind jetzt vollzählig. Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Gestern dazu eingeladen, 11.30 Uhr, wir starten fast pünktlich und das Wort hat unser Vereinspräsident Helge Leonhardt, der Ihnen alles Wichtige jetzt erzählen wird. So, ein herzliches Glück auf den Vertretern der Presse und der Medienwelt. Ich begrüße Sie. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und heute wichtige Personalentscheidungen bekannt geben, die aus der Folge entstanden sind, auch aus der Vertragsauflösung von Tomislav Stipic. Im Vorfeld, unabhängig von der Klasse, unabhängig von Personen, hatten wir im Vorstand beschlossen, die Neustrukturierung der sportlichen Leitung, dass wir dort ein Funktionsteam installieren, wo klare Kompetenzen festgelegt werden, klare Verantwortungsbereiche. Ich möchte mich bei meinen Präsidiumskollegen sehr bedanken für die letzten 7, 8 Tage, für die sehr intensive Zusammenarbeit. Ebenso bei Steffen Ziffert, was die Thematik Cheftrainersuche war und was auch die Thematik Spielerkader war und ist. Nochmal herzlichen Dank bei meinen Kollegen für das enge Zusammenrücken und für diese sehr konsolidierte Arbeit. Ich möchte bekannt geben, dass Herr Pavel Dotschew mit sofortiger Wirkung neuer Cheftrainer beim FC Erzgebirge Aue ist. Herr Dotschew hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und wird hier die Veilchen als Cheftrainer übernehmen. Des Weiteren möchte ich bekannt geben, dass mit sofortiger Wirkung Steffen Ziffert zum Sportdirektor berufen wird. Diese Personalie stand in dem Raum schon in der laufenden Saison. Sie wissen, wir hatten ja im Winter eine nippelharte Arbeit durchgeführt in der Strukturierung und Zuführung von Spielern für die Mission Klassenerhalt, die ich auch selbst eng begleitet habe. Das ist ein 24-Stunden-Job gewesen und auch aus dieser Konsequenz heraus haben wir gesagt, wir brauchen sportliche Strukturen, die funktionieren, wo klare Kompetenzen festgelegt werden, wo klare Verantwortungsbereiche festgelegt werden. Und das ist erstmal hiermit geschehen. Vom Vertragsmanagement wird natürlich mein Vorstandskollege Vogt die ganzen Prozesse begleiten. Die vorrangige Aufgabe des Teams wird darin bestehen, mit vollster Energie einen Kader, einen Spielerkader zu formieren, der den gehobenen Ansprüchen der dritten Liga entspricht. Wir beginnen eigentlich fast bei Null. Wir müssen diese Mannschaft formieren, entsprechend auch unsere Budgets. Und dort vertraue ich voll auf die handelnden Personen, die eng mit dem Vorstand, dem Präsidium und dem Präsidenten hier sich abstimmen und eine intensive Einheit bilden. Des Weiteren wird zum Co-Trainer berufen Robin Lenk, der eng an der Seite von Pavel Dotschew die Übungsleitertätigkeiten an der Mannschaft durchführt. Die vorrangige Aufgabe habe ich gesagt und ich möchte mich auch nicht weiter ausführen in dieser Hinsicht, weil diese Fragen können beantwortet werden, auch von meinen Mitstreitern, die mit am Tisch sitzen, Steffen Ziffert und Pavel Dotschew. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und übergebe jetzt, wenn es Fragen gibt, der Presse das Wort und werde im Nachgang noch gerne ein paar kurze Informationen geben zur Lage des Clubs. Und natürlich, Martin Mendel ist nicht umsonst hier, er hat heute unterschrieben, wo ich mich außerordentlich freue. Dankeschön.
Vielen Dank, Präsident Helge Leonhardt. Die erste Pressekonferenz und das vielleicht erste kurze Statement von Pavel Dotschev, dem neuen Cheftrainer. Ja, herzlichen Glückwunsch auch. Also ich habe gerade Martin Menne bei mir im Zimmer gehabt und ich habe ihm Hallo gesagt. Er hat mich sofort korrigiert, hat er gesagt, Glück auf, sagt man hier. Und ich lerne auch schnell. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute hier bin, dass ich auch dieses Vertrauen bekommen habe, die Mannschaft vom Erzgebirge Aue trainieren zu dürfen. Ich habe Aue immer verfolgt. Ich habe in Aue selber als Fußballer gespielt. Ich habe auch hier als Trainer fungiert. Also ich habe das immer sehr, sehr so indirekt oder direkt so verfolgt, was hier läuft. Und bin sehr froh, dass ich heute hier bin. Also ich weiß, wie der Region hier ist. Ich weiß, was die Leute hier von uns erwarten. Ich möchte auch ein Teil sein dieser Region, dieser Mannschaft. Und ich werde auf jeden Fall mein Bestes hier geben, die Mannschaft weiterzuentwickeln, dass wir gemeinsam viel Erfolg hier haben und dass wir wieder auch dahin kommen, wo wir hingehören. Und das ist unser Primärziel in den nächsten 2 Jahren. Und wir wollen auf jeden Fall möglichst schnell eine schlagkräftige Mannschaft formen, dass wir auch, wie ich das schon sagte, erfolgreich hier Fußball präsentieren und dass die Fans auch viel Spaß mit uns haben. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen zur Verfügung. Ich denke, das ist ja im Großen und Ganzen unser Ziel in den nächsten 2 Jahren. Ja, dann vielen Dank, Pavel Dotschev. Das erste Statement von ihm also. Und damit ist jetzt wirklich die Zeit reif und frei für Fragen. Bitte ganz kurzes Handzeichen, dann komme ich gerne mit dem Mikrofon vorbei. Es gibt keine Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sagen wir herzlichen Dank. Doch, Herr Scholz von der Freien Presse. Klick auf erstmal. Ich würde gerne den Präsidenten nochmal fragen zu den Beweggründen oder was die Entscheidung für Pavel Dotschev ausgemacht hat, was da die entscheidenden Punkte waren und was gegen andere Kandidaten gesprochen hat möglicherweise. Ich sage mal so, ich möchte andere Kandidaten jetzt hier nicht nennen, weil das wäre auch unfair. Das wäre keine Höflichkeit, das wäre auch das ist kein Gentleman Agreement. Wir haben uns sehr, sehr lange damit beschäftigt, hatten aber insgesamt ja wenig Zeit, wie das immer in solchen Situationen ist, wo man handeln muss. Und ich denke, wir wissen genau, egal welcher Trainer gekommen ist, wir brauchen jetzt nicht über langfristige Ziele und diese Sachen zu reden. Trainer werden immer nur an den Ergebnissen bewertet. Profisport ist Ergebnissport und alles andere ist Luft. Weil wenn ich eine Strategie mache, kann ich die machen. Die ist sicherlich klar, der Verein hat eine Strategie. Aber im Trainerjob ist es so und gerade im Cheftrainerjob, dort zählen halt Ergebnisse. Und deshalb vorab, ehe ich Ihre Frage beantworte, sollte man auch von der Öffentlichkeit her, ich meine, unsere Fans sowieso nicht und unsere Freunde des Auer Fußballs, unsere Mitglieder, 3.500, sollte man erst Wertungen treffen, wenn Ergebnisse da sind. Man sollte dieses Team, und ich sage auch bewusst Steffen Ziffert, der in eine neue Qualität der Verantwortung reinkommt, bewerten an dem Team, was strukturiert jetzt wird, was schwer genug ist. Ich weiß das, ich musste mir selber eine zweite Handynummer zulegen, weil ich das mein Haupthandy nicht mehr anmachen konnte, weil es das hat zerrubbt von Spielerberatern und von irgendwelchen Leuten. Und ich weiß, was die Herren jetzt leisten müssen. Deshalb sollte man dann auch die Trainer generell bewerten im Ergebnisbereich. Meine Kollegen vom Präsidium und die in der Arbeitsgruppe waren, wir hatten sehr intensive Gespräche geführt mit Herrn Dotschev und ich denke, man braucht bei diesem Job in dieser Situation, man muss ja immer situationsbezogen handeln, in dieser Situation, wie wir jetzt sind, keine Spieler, brauchst du als erstes einen erfahrenen Trainer, der schon oft jagen war, der schon oft draußen war. Dann brauchst du einen Trainer, der die dritte Liga kennt, weil das sind unsere Gegner. Und du brauchst einen Trainer, der dir
der auch zu uns passt und der die Philosophie des Vereins und unserer Werte und was ist Erzgebirge Aue auch vollkommen teilt. Und da denke ich, da haben wir erstmal vom Gefühl her mit Herrn Totschew eine gute Wahl getroffen, eine sehr gute Wahl. Und das waren eigentlich die ausschlaggebenden Punkte. Und der Totschew wird auch nicht alleine gelassen. Er muss natürlich dem Kader seine Handschrift aufdrücken. Und jetzt gilt es, gemeinsam auch mit dem Sportdirektor, natürlich auch mit dem Präsidenten und mit dem Präsidium, die intensiven Gespräche zu führen mit potenziellen Spielern. Wir sind mit vielen im Gespräch. Viele liegen auch noch an der Mittelmeerküste im Urlaub, im verdienten Urlaub natürlich. Die Spielerberater melden sich sowieso bei uns. Und das ist, und die Geschäftsstelle ist eigentlich rund um die Uhr besetzt. Und das Arbeitsteam. Und das gilt jetzt eigentlich, nur diese Aufgabe gilt jetzt. Nur diese Aufgabe, einen qualitativen Kader, der wettbewerbsfähig ist für die dritte Liga. Denn wir haben ja schon mal einen Abstieg erlebt und wir müssen versuchen nicht, dass wir im ersten Jahr auch rumdümpeln auf Platz 14, 15. Es kann ja alles passieren. Weil meistens das erste Jahr ist eh ein Jahr der Konsolidierung, wo wir sagen, weil viele neue Leute zu uns kommen, weil viele neue Spieler zu uns kommen, weil die hochklassigen Zweitligaspieler, die das Doppelte und Dreifache verdient haben, die kriegst du nicht mehr her, weil nimm dem Hund den Knochen weg, da kommt auch nicht mehr. Wenn du sagst, kommt für die Hälfte des Geldes. Das ist Profifußball, aber es gibt einen Markt, und das war auch der dritte Punkt an den Kollegen von der Freien Presse, es gibt einen Markt, den musst du kennen. Und ich denke, Totschew kennt sich im Markt aus. Er hatte jetzt eine freie Zeit und hat den Markt eruiert und kennt sehr, sehr viele Spieler. Und das ist eigentlich, waren die Beweggründe. Und da haben wir uns dann im Dialog verständigt und letzten Endes habe ich dann die Entscheidung getroffen. Vielen Dank, Helge Leonhardt. Gibt es weitere Fragen? Der Kollege Held von dpa, eine Sekunde. Eine Frage an den neuen Cheftrainer, Herr Totschew. Was ist denn das Ziel für die neue Saison für Sie selbst, an dem Sie sich dann auch messen lassen? Mein Primärziel ist ja, möglichst schnell, wie ich das schon sagte, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Junge, dynamische Leute, die auch das Potenzial haben, beim Fall der Fälle, dass wir aufsteigen sollten, noch ersten Jahr, dass die auch nächstes Jahr uns in der zweiten Liga direkt weiterhelfen und nicht wieder vom neuen Umbruch zu stehen. Das heißt, mein Ziel ist ja, eine Siegermentalität zu formen von dieser Mannschaft. Es ist ja sehr bitter, dieser Abstieg letztes Jahr. Ich weiß, was das bedeutet, wie schwierig es auch für die Spieler selber, die hier gespielt haben, wieder freien Kopf zu bekommen, dass die wieder an was Neues glauben. Und das ist meine Aufgabe, die Mannschaft wieder so zu motivieren, wieder so zu begeistern, Fußball zu spielen, dass die auch erfolgreich Fußball spielen. Das ist mein Ziel. Und ich weiß, viele Sachen kommen von alleine. Wenn die Mannschaft frei vom Kopf ist, wenn die Spaß haben, zusammen Fußball zu spielen, Wir-Gefühl zu formen, wie ich schon sagte, Siegermentalität zu entwickeln, dann werden wir wieder erfolgreich sein und dann werden wir auch wieder alle gemeinsam Spaß haben. Und das ist mein Ziel hier, das zu erreichen. Das ist eine schwere Aufgabe, aber ich freue mich auf diese Aufgabe. Ich bin gerne hier und ich weiß, dass mein Bestes geben würde und dass wir das schaffen werden. Vielen Dank, Pavel Totschew. Weitere Fragen? Da sehe ich schon Matthias Reitz von MDR Info. Einen Moment bitte. Frage an Steffen Ziffert. Wie wollen Sie denn Ihre neue Funktion ausfüllen? Was ist das so für Sie das Vordringlichste? Wie wollen Sie diesen Posten Sportdirektor mit Leben erfüllen? Haben ja schon einige versucht in Aue. Erstmal von mir auch ein herzliches Glück auf. Position Sportdirektor klingt immer irgendwo wichtig. Ich will gar nicht so wichtig sein. Ich will ein Teil in einer erfolgreichen Mannschaft, eines erfolgreichen Teams sein, der mit dem Trainer zusammen, mit dem Präsidium zusammen, mit dem Präsidenten eine Mannschaft zusammenstellt, die konkurrenzfähig ist. In erster Linie, es wurde schon oft heute gesagt,
ist es natürlich jetzt, einen Kader zusammenzustellen, der der dritten Liga gewachsen ist. Der Pavel hat es auch gesagt, Ziel muss es sein, erstmal sich zu stabilisieren in der dritten Liga, die schwer genug ist, aber auch interessant. Unsere Fans haben im letzten Spiel, gerade nach dem Abstieg, uns eigentlich einen Ball zugespielt, haben gesagt, jetzt erst recht, und dort müssen wir anknüpfen. Und dort sehe ich auch meine Aufgabe. Ich war jetzt circa 7 Jahre Leiter Nachwuchsleistungszentrum, habe auch relativ viele Kontakte zu Spielern, zu anderen Vereinen, kenne mich aus und glaube, durch meine Erfahrung auch im Fußball dem Verein so weiterzuhelfen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Danke, Steffen Ziffert. Jörg Hörig vom MDR Fernsehen. Ja, Sie geben als Trio davon ein tolles Bild ab. Man hat nicht nur einen positiven Eindruck durch die Worte, man sieht ihn auch an, Sie sind fast ein Jahrgang, fast ein Alter, die drei, die da vorne sitzen, Präsident, Sportdirektor und Trainer. Ich nehme es mal als Symbolik, hat das bei der Bestimmung des Kurses auch möglicherweise die Entscheidung beeinflusst, dass man tatsächlich auch im Gedankengang einer Meinung ist? Die Frage geht eigentlich an alle drei. Ich würde sagen, das wird erst der Älteste antworten. Also es kann Zufall gewesen sein, aber vielleicht auch nicht. Ich hatte von Erfahrung gesprochen, weil in so einer Phase sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen, mitunter sogar von existenziellen Charakter. Weil ich hatte zur Lage des Vereins gesagt, mit dem Abstieg, ich denke, eine Firma, wenn sowas passiert in einer Firma, hättest du das nicht überlebt. Aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die du dann zur Verfügung hast. Das heißt, diese Firma FC Erzgebirge Aue musst du gnadenlos und knallhart führen. Aber natürlich arbeiten hier Menschen auch, Jörg, hier arbeiten Menschen. Und es tut gut, wie diese Menschen reagieren. Das heißt, wir mussten die gesamte Geschäftsstelle, den gesamten Verein restrukturieren und sind noch darüber dabei. Und alle sind bereit, hier Kürzungen mit unseren Größenordnungen vorzunehmen. Und wir haben schon eh schmale Strukturen. Wir sind keine Faultierfarm. Oder in der Verwaltung. Wir haben ganz schmale Strukturen, die trotzdem Kosten verursacht, die eigentlich dann nicht mehr von den Erlösen her da waren. Und deshalb kann ich auch nur danken den Sponsoren und den Freunden des Auer Fußballs und die sich nicht abgedreht haben. Es haben sich keine abgedreht. Die Fans und auch die Sponsoren spielen eine hervorragende Rolle hier dabei. Die übernehmen Kosten, die übernehmen mitunter auch Arbeitskräfte und nur so geht's. Und wenn ich gerade Carsten Müller sehe vom Nachwuchsleistungszentrum, er strukturiert auch den gesamten Bereich. Wir müssen den gesamten Verein restrukturieren und auf neue Beine stellen. Es ist manchmal vielleicht sogar gut, dass du dort mal eine komplette Transfusion vornimmst. Und dann ist es aber schwer, weil auch Menschen da sind und wir müssen versuchen, sozial verträglich, müssen auch wieder die Aufbruchstimmung nutzen, um jetzt nach vorne zu gehen. Und um die Frage abschließend zu beantworten, muss ich sagen, ich bin jetzt in diesem Moment tatsächlich richtig froh, dass ich solche erfahrene Leute, oder dass wir solche erfahrenen Leute, dass ich in Recht neben mir in Steffen Ziffert und in Pavel Dotschew habe. Da habe ich erstmal ein gutes Gefühl. Weil wenn ich unterwegs bin, oder die Arbeiten sind Tag und Nacht für den Verein. Und dazu sind wir auch auseinandergegangen. Und da habe ich ein gutes Gefühl. Danke, Helge Leonhardt. Gibt es weitere Fragen? Dann die freie Presse nochmal. Ja, anknüpfend an die Worte von Herrn Leonhardt vorhin, vielleicht nochmal die Frage, wie das jetzt abläuft in den nächsten Wochen. Ich würde gerne wissen, wie viele Spieler haben Sie aktuell unter Vertrag? Wie viel wollen Sie denn zum Trainingsstart? Wie viel müssen es mindestens sein, damit es richtig losgehen kann? Vielleicht, wie lang ist die Liste, die Sie abarbeiten müssen an Namen? Und die Kontakte von Herrn Dotschew angesprochen. Gibt es vielleicht Spieler, die Sie schon mal trainiert haben in Münster, Paderborn, Erfurt, vielleicht auch in Sofia?
die Sie jetzt ansprechen, dass Sie nach Aue kommen? Ja, das ist so, dass momentan viele Spieler sind unter Vertrag. Der Markt ist ja nicht so, dass man frei einfach Leute verpflichten kann. Man muss auch Leute verpflichten, die nicht nur auch gute Fußballer sind, die auch sicherlich gute Charaktere haben, auch zu uns passen würden, zu unserer Fußballphilosophie. Das ist nicht einfach. Wir haben momentan einige Spiele auf dem Zettel. Wir gehen alle Spieler durch, gemeinsam mit dem Präsidium, auch mit dem Stefan Ziefert. Und ich weiß, dass wir auch die richtigen Leute finden werden. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Wir können nicht alle Wunschspieler kriegen. Wie ich schon sagte, einige Leute sind unter Vertrag, die guten Spieler sowieso. Und deswegen ist auch wichtig momentan in dieser Phase, dass wir unsere Hausaufgabe sauber erledigen und keine Fehler machen dürfen, weil wir dürfen momentan keinen Fehler machen. Das heißt, jeder Spieler, den wir verpflichten, der muss zu uns passen und der muss haargenau passen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr schmaler Grat, aber ich weiß, dass wir das zusammen hinkriegen werden. Und ich weiß, dass wir das schaffen. Mein persönliches Ziel als Trainer ist, dass wir bis zum spätestens Trainingslager in Jena, war das Stefan? Genau, genau, dass ich den kompletten Kader spätestens, habe ich gesagt, habe und dass wir schon an bestimmte Sachen arbeiten können, was auch nachher wichtig wäre, auch für die Meisterschaft. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ist ziemlich eng. Also der Zeitdruck ist da und deswegen ist erforderlich, dass wir sehr fleißig arbeiten. Das tun wir auch und bin mir sicher, dass wir das auch schaffen werden. Ich weiß auch, wie das ist. Ich habe das so, jetzt diese Situation, was jetzt bei Aue momentan ist, ich habe das schon dreimal gemacht, habe ich dreimal erlebt. Und ich weiß, wie das ist und ich weiß, was zu tun ist. Aber es ist kein Wunschkonzert. Man muss schon wirklich hart arbeiten an das, was man vorhat, um erfolgreich zu sein. Und das tun wir gerade. Danke, Pavel Dotschew. Gibt es weitere Fragen? Geplanter Kader 21 Spieler und 3 Torhüter. Noch als Ergänzung. Spielerverpflichtung, es laufen sehr viele Gespräche, deshalb können wir nicht mit Namen operieren, ist auch verständlich. Bisher unterschrieben Martin als Galionsfigur. Steve Breitkreuz von Hertha BSC U23 Kapitän unterschrieben. Und wir erwarten in den nächsten Tagen weitere Unterschriften. Dann ist eine Taskforce gebildet, die kann nur bestehen aus dem Cheftrainer und aus dem Sportdirektor, dort wo alles komprimiert einläuft. Dann werden kurze Dialoge geführt, dann werden sich die Spieler entweder angeschaut oder es sind fertige Spieler, die sofort verpflichtet werden können, die ins Konzept passen. Und so läuft das in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen ab. Roundabout. Das noch zum Thema Kader von unserem Präsidenten. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es nicht? Dann sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Kommen zur Pressekonferenz. Beim FC Erzgebirge Aue, wenn es jetzt anschließend noch Fotowünsche gibt, Motivwünsche, dann bitte ganz kurz bei mir melden. Ansonsten vielen Dank fürs Kommen, einen schönen Nachhauseweg und vielen Dank und Glück auf.